Hola, grüß Gott, buenos dias, buenas tardes, liebe Leute, wo auch immer Sie sitzen, liegen, stehen und jetzt vor allem hier eingeschaltet haben beim Ibiza Kurier YouTube Kanal. Mein Name ist Friederike und ich arbeite für den Ibiza Kurier. Das ist die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera. Uns gibt es seit 2013 und wir berichten über lokales Geschehen von Ibiza und Formentera, aber auch über den Tellerrand weit hinaus, wenn es denn von einem gewissen Interesse ist und von öffentlicher Relevanz. Und da wir hier einen großen Mix an Menschen haben, die aus ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturen auf diese Inseln kommen, kommen natürlich auch hier ganz andere Eindrücke zusammen und Sichtweisen und Lebenseinstellungen und Weltanschauungen. Und all dies hier auf dieser kleinen Insel ist auch gestattet. Wir leben die Toleranz, die viel gepredigte Toleranz hier, also hier wirklich tatsächlich aus und leben und leben lassen. Und dazu gehört also wirklich dieser Aspekt der Freiheit und jedem Menschen auch seine Freiheit zu lassen, sich eben auszudrücken, wie er möchte, oder zu denken oder zu sagen, was jeder möchte. Oder auch sich mit Inhalten zu beschäftigen, die vielleicht ein bisschen out of the box sind. Und heute sind wir nicht out of the box, sondern wir sind in der Nähe von der Box, nämlich von Pferdeboxen. Und ich bin hier nämlich in der Nähe von Santa Eulalia auf dem Land. Wunderschön, es ist immer noch März 2023. Und ich befinde mich hier auf dem Pferdehof Cuadros Escabais. Das ist ibizenkisch, bedeutet eigentlich nur die Pferdestelle, klingt aber schöner auf ibizenkisch, Cuadros Escabais. Und wir treffen hier jetzt gleich die Christiane. Wir haben ja über die Covid-Zeit, als wir nicht in der Form erscheinen konnten, wie wir jahrelang erschienen sind, diesen YouTube-Kanal gestartet und auch diese kleine Serie hier mit dem Titel Ibiza ungeschnitten, was einfach nur bedeutet, wir gehen irgendwo hin, fragen die Leute, wie es ihnen geht, schauen uns da um, was da los ist und wollen vor allem dann auch wissen, weil wir viele deutsche Auslandsresidenten hier leben, auch viele andere, aber als deutsche Zeitung hören wir uns natürlich erstmal die Geschichten von den deutschen Aussteigern an, wie die denn hier auf dieser Insel gelandet sind und wie es sie hierher verschlagen hat und was sie dann getan haben, um hier auch Fuß zu fassen, was gar nicht so einfach ist und nicht nur ihre Brötchen zu verdienen, was wirklich hart ist in manchen Fällen, sondern dann auch noch das Leben zu genießen, dass das nämlich in manchen Fällen sogar komplett dann untergeht vor lauter, wie komme ich über die Runden, dann auch noch irgendwelche Hobbys zu haben oder mal an den Strand zu gehen oder sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, das ist ein kleiner Luxus, den sich auch die Menschen, die hier festleben, gar nicht so oft leisten können. Und die Christiane ist eine, die also wirklich ihr Hobby zum Beruf gemacht hat, ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Da werden wir jetzt auch gleich mal hingehen. Es geht um, habe ich ja schon so leicht angedeutet, um Pferdchen. Kleine, große Pferde, alte und junge. Und um Kinder. Und was genau, das werde ich Sie jetzt am besten selber befragen. Wir sind hier nämlich auf Ihrem Tummelplatz. Ein riesengroßer Tummelplatz mit ganz viel Spielzeug und Sachen, die Kinder begeistern, denn um die Kinder geht es vor allem auch. Und hier ist sie auch schon. Hallo Christiane. Hallo, Rita. Kann ich dich hier drüber Küsschen geben? Ja, natürlich, hallo. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir bei dir hier mal reinschauen dürfen. Ja, klar. Und Hallo sagen dürfen. Wir haben es ja auch schon länger mal immer wieder angedacht, dich zu besuchen, aber dann hat irgendwas immer nicht gepasst, vom Wetter nicht oder vom Timing nicht. Und ich weiß gar nicht, ob man uns auch sieht. Haben wir gutes Licht? Ich hoffe, Sie sehen uns. Ach so, Ibiza ungeschnitten heißt auch, dass ab und zu mal kleine technische Patzer geschehen können, weil wir eben nicht den Anspruch haben, hier groß wie ARD und ZDF aufzutreten, sondern eher ganz im Gegenteil. Und deshalb verzeihen Sie uns vielleicht auch den einen oder anderen Audio-Patz, aber ich denke mal, Sie verstehen uns schon. Und wenn du laut und deutlich sprichst, dann verstehen wir dich auch. Ja, ich versuche es. Ja, danke. Ja, erstmal die Standardfrage immer, wie hat es dich nach Ibiza verschlagen und wann bist du hier das erste Mal hergekommen? Ja, das ist eigentlich schon sehr, sehr lange her. Vor 58 Jahren war ich das allererste Mal mit meinen Eltern in Urlaub, im Badeurlaub. Ne? Da warst du noch klein? 6 Jahre, ne? Okay. Und da hatte ich das erste Mal das Meer gesehen.
Und ich war dermaßen begeistert, es hat mich total beeindruckt, diese Weite, die sich dann irgendwo da vorne traf mit dem Himmel und dem Meer zusammen, dieser Horizont, ja, das war lieber auf den ersten Blick das Meer. Und in dem Moment ist diese Idee geboren worden, am Meer zu wohnen. Als Sechsjährige? Als Sechsjährige. Wusste ich schon, ich lebe irgendwann einmal in meinem Leben am Meer. Ja, das Land war eigentlich nicht so unbedingt jetzt so wichtig, Hauptsache das Meer. Und dann ist natürlich in den Jahren, ne, dann fährt man halt öfters in Urlaub. Ich habe verschiedene Länder gesehen und da war aber nicht irgendwo was dabei, wo mir wirklich gut gefallen hat, wo ich gesagt habe, ja genau, das ist das Land, in dem ich am Meer leben möchte. Und eines Tages, es waren dann 29 Jahre danach, kam dann der Anruf, der hat mein ganzes Leben verändert. Da waren Freunde von der Familie, die hatten hier ein Haus fertig gebaut. Also auf Ibiza? Auf Ibiza. Wo du aber noch nie gewesen bist bis dahin? Nein, ich kannte Ibiza nur mal so vom Hören sagen, es hat mich nie interessiert, nie. Also eher den schlechten Ruf hattest du mal gehört, das schlechte nicht Image? Nicht unbedingt den schlechten Image, aber so was für mich wichtig und interessant gewesen wäre, das hat Ibiza mir nicht so gezeigt. Ich war nicht so der Party-People-Mensch. Aber mehr. Da. Sehr viel mehr sogar. Ja, dennoch, das hat mich nicht so interessiert. So, dann kam, wie gesagt, dieser Anruf vor 29 Jahren, der dann gesagt hat, du pass auf, wir haben das Haus fertig gebaut in Ibiza und du kannst jetzt die Finca nachmieten, die wir gemietet haben. Die wurde frei. Die wurde frei. Eine Finca auf Ibiza. Wunderschön. Und das war vor 29 Jahren. Genau. Okay. Und ich habe mir dann überlegt, ja, okay, warum eigentlich nicht? Ibiza, eine Insel. Das Meer ist genau das, was ich wollte. Ich bin ja Skorpion. Und also im Wasserelement geboren. Dann war das für mich eigentlich ganz normal, dass ich sage, okay, ich gucke mir es wenigstens mal an. Also ich war dann im Dezember hier und habe mir diese Finca angeguckt. Ich habe mich komplett verliebt. Die Finca in dem alten Stil. Wo war die? In welcher hier Ecke? In dem Bereich. Santa Eulalia. Santa Eulalia, aber natürlich draußen im Feld. Die Finca hatte selber 80.000 Quadratmeter Land. Ein tolles Schwimmbad, Riesenschwimmbad, das kannte man so gar nicht in Deutschland. Und die Finca selber hatte 3 Schlafzimmer, 2 Kaminzimmer, eine Küche. Ja, und was mich dann total weggefetzt hat, die hatten Ställe. Und hattest du schon Pferde? Ja. Wow. Ich hatte in Deutschland schon Pferde, seitdem ich 5 bin. Habe ich schon immer mit Pferden zu tun gehabt und schon mit 5 angefangen zu reiten. Und irgendwann habe ich mir dann selber mal Pferde gekauft und hatte also zu dem Zeitpunkt, als ich Ibiza kennengelernt hatte, schon Pferde. Okay. Und die Ställe waren da. Ich denke, wow, was ist das denn? Krass. Ja, krass, voll krass. Und auch innen drin, das war so lieber auf den ersten Blick mit dieser Finca. Innen drin die Sabina, die da... die Holzdecke. Ja, die Holzdecke. Also, ganz anders wie in Deutschland und genau so wollte ich sagen. Das war. Hast du super gedownloadet? Ja, also. Hast du dich irgendwie manifestiert, seit du 6 Jahre alt warst? Nur das Meer. Nicht das Haus. Das Meer. Du bist ja jetzt viel im Wald, aber mal ganz kurz, weil wir das Meer ja gerade haben. Wo warst du denn das erste Mal dann am Strand? Oder welcher Strand ist so für dich dein Magic Spot? Also oder welche Stelle am Meer, weil es muss ja auch kein Strand sein. Ja, also für mich ist, wenn man am Strand sitzt und einfach rausschaut aufs Meer, das ist, da passiert was. Da kommt irgendein Gefühl hoch, da kommt alles zusammen. Das ist Magic, das ist Freiheit. Ja, Freiheit. Das ist ja, und man will da auch gar nicht weg. Ne? Da will man sitzen und will einfach jetzt auch gar nicht reden. Da will man einfach nur gucken und es kommt eine totale, ja, Ruhe. Friede. Das war immer wichtig. Das war, ich glaube, dass bei der Hektik, die wir alle mal irgendwo erlebt haben, irgendwo einen Platz zu finden,
der einen Ruhe bringt, wo man sich wieder erholen kann. Also ohne den ist das Leben also du zu hattest, stressig. Du hattest dann alles. Du hattest das Meer, du hattest die Finca, du hattest die Ställe. Ja. Und die Pferde waren aber noch in Deutschland. Ja. Und ein ganzer anderer Krempel war auch noch in Deutschland. Ja. Warst du denn berufstätig? Hast du da irgendwas? Also ich hatte damals ganz am Anfang, also ich hatte eine Kinderboutique, ich hatte zwei Boutiquen, ich hatte, also immer Kinder waren für mich wichtig. Ich habe dann selber drei Kinder bekommen. Aus welcher Gegend kommst du denn aus Deutschland? Heidelberger Gegend, also direkt aus Leimen. Mhm. Und ja, dort war auch... Komm mal noch ein bisschen her, weil du so mit deinem Käppi ein bisschen viel Schatten aufbringst. Im Einkaufszentrum hatte ich dann so meine Kinderboutique. Also im Einzelhandel? Genau, ich war im Einzelhandel tätig. Okay. Aber die Pferde hatte ich immer. Das war immer so mein... Ja, die Pferde geben auch Kraft und Ruhe. Das Pferd ist jetzt aber nicht mehr im Bild, glaube ich, ne? Kannst du das Pferd ins Bild holen? Ja, ich hole das Pferd ins Bild. Ja. Ja, und das sind alles so Punkte, wo ich denke, dass das hier alles zusammengekommen ist. Das Ibiza hat mir alles zusammengebracht, was irgendwo für mich in meinem Leben ein wichtiger Teil war. Und danach hast du auch nicht mehr die Sehnsucht gehabt, woanders hinzugehen? Nee. Warst du seitdem mal nochmal woanders? Nein, das Einzige, ich habe natürlich meine Eltern in Deutschland und ich habe die Familie, Cousins und Cousinen und Onkel und Tanten, die besucht man also dann nochmal. Okay, also familiärer Gründe, die du dann deswegen dann. Und die kommen die auch nach Ibiza ab und zu? Jetzt nicht mehr. Okay. Dazu sind sie schon zu alt. Und hast du dann hier auch selber eine Familie gegründet? Hast du Kinder? Nee, ich habe Kinder mitgebracht. Also hier in Ibiza habe ich nur den Reitstall gegründet. Und die Kinder, die habe ich mitgebracht. Der Älteste war damals, als ich auf die Insel gekommen bin, 10. Und der Mittlere, also ich habe 2 Söhne, der Mittlere war 5 und die Kleine, die war gerade mal 3,5. Also du bist mit 2 Kindern und Pferden? 3. Mit 3 Kindern und wie vielen Pferden? 3. Ausgewandert. Genau, aber die Pferde habe ich erst ein halbes Jahr danach geholt. Um die 30 warst du da so, oder? 35. Ja. Aber für mich war das jetzt überhaupt gar keine Schwierigkeit. Also ich habe ja dieses, dass ich weggehe aus Deutschland, das war für mich schon immer klar. Und dann habe ich es einfach gemacht. Hat unheimlich lang gedauert, aber ich habe es dann gemacht. Und somit war das eigentlich, ja, das Einzige war die Sprache. Also mit Spanisch konnte ich nichts anfangen. Hast du aber gelernt in den letzten 30 Jahren. Dann. Ja, du sprichst wahrscheinlich sehr, sehr gut. Du hast ja hier auch viel mit Publikum zu tun, also mit, nicht nur mit Deutschen, sondern auch mit Engländern, mit Holländern, mit Spanischen, vor allem Kindern. Ne? Ja. Was hast du dir denn, was ist denn das für ein Projekt, was du hier machst? Also dieses Projekt, was ich jetzt hier anbiete, hat sich natürlich in diesen 30 Jahren entwickelt. Und ich mache nur noch Kinder. Ich habe mich darauf spezialisiert. Ich arbeite mit Kindern ab 2 Jahren. Ich habe, das hier ist ein Pony, ich habe dann noch Mini-Ponys. Hallo jetzt, Pony! Das ist, darf man das nicht anfassen? Doch. Kann so, man anfassen? So, guck mal. Oh. Komm mal her. Ja. Ja. Das ist unser Lord. Das ist Lord. Das ist noch ein Pony. Ein und ich habe auch noch Mini-Ponys, so die 90 cm groß sind. Und die passen gut für 2-Jährige. Ein Pony ist auch ein Pferd oder ist ein Pony was anderes? Nee, wie ein Pferd? Pony ist ein bisschen anders wie ein Pferd. Also die haben eine andere Gene. Die haben andere Gene. Also die es ist ein anderes Tier. Es ist. Man kann sagen, die Ponys sind. Ein anderes Tier ist es nicht. Es gehört zu den Familienpferden. Es gehört zu den Pferden. Aber sie sind anders Gentechnik oder DNA-Technik aufgebaut wie es. Und wie viele Pferde und Ponys hast du jetzt insgesamt? Also ich habe jetzt insgesamt hier 6. Ich habe jetzt also er ist so ein Mittelpony. Dann habe ich 2 kleine, die sind jetzt in dem Stall und dann noch einmal. 3 große, also insgesamt 6 Pferde. Mhm. Also 3 große und 3 Pony. Und das Größte, was ist das Größte für eins? Das Größte, was wir hier haben, ist jetzt eigentlich von der Größe, von der Höhe her, eigentlich mein Abalusa. Abalusa. Ist das der Name oder so heißt die Rasse? So heißt die Rasse. Ah. Ja?
Und dann haben wir noch eins, das ist dann unsere Sportskanone, die jetzt allerdings so ein bisschen Ruhe hat. Also die Arbeit, der Little, das ist ein Anglo-Araber, der geht nicht mehr auf Turniere, das hatten wir alles früher gemacht, das mache ich alles nicht mehr. Heute haben jetzt ein bisschen Ruhe und ein bisschen Spaß. Und aber Wind mögen die nicht so, ne? Weil die sind jetzt auch zum Teil drin, weil heute ist ein sehr, sehr, sehr windiger Tag. Ja. Deswegen habe ich mir auch extra einen Pony gemacht, ne? Deswegen ein Pony. Thematisch passend. Ich hätte aber doch heute mal eher ein Cappy tragen können. Aber das heißt, du hast hier feste Gruppen oder sind es Urlauber, die hier ihre Kinder herbringen oder sind es Menschen von hier, von der Insel eher? Also ich habe eigentlich mehr Leute von hier, von der Insel, die sich dann eben in den Jahren immer wieder so interessiert haben und dann jetzt auch dabei geblieben sind. Aber ich habe auch viele deutsche, feste Leute, die dann in den Ferien zu mir kommen. Wo dann eben mal der Opa oder die Familie mal in Ibiza ein Haus hatte und dann sind sie wegen der Schule zurückgegangen und ja, also man kann die kommen dich, immer wieder. Man kann dich schon kontaktieren, auch wenn man jetzt nicht fest hier wohnt. Das war eigentlich das, was ich wissen wollte. Ja, klar. Wir werden, auch wenn es recht ist, die Kontakte von der Christiane hier unterm Video in die Beschreibungsbox packen, in die Box packen, in den Stall packen, in die Box. Und da steht dann Telefonnummer oder was auch immer du uns da gerne geben möchtest. Und wenn sie da eh schon rumklicken hier unten, dann können Sie auch mal den Ibiza Kurier besuchen auf unserer Webseite. Da haben wir sehr viele interessante Artikel. Und Sie können da auch 3 Gratis-Ausgaben vom Ibiza Kurier downloaden, falls Sie den noch nicht kennen. Und auch mal querlesen, was wir so redaktionell abdecken. Und ja, aber zurück zu dir. Dieser Platz ist ja hier wunderschön. Mhm. Wie lange bist du hier an diesem Platz schon? Also jetzt hier bin ich 3,5 Jahre. Und habe auch den Teil, also der ist jetzt angemietet. Das ist angemietet? Ja. Und was wäre denn dein Traum? Also mein Traum wäre das, wie damals, wie ich angefangen habe, vor 30 Jahren, mit einer eigenen Finca, mit meiner eigenen Stelle und und die Pferde wieder bei mir zu Hause. Weil du hier jetzt nur Untermieterin bist und du weißt nicht so richtig, wie lang oder es ist immer, mit so Pferden zieht man ja auch nicht einfach mal eben um. Das ne? ist nicht so einfach. Das ist jetzt nicht wie ein Meerschweinchen oder eine Katze, die man in den Katzenkorb packt. Ich kann nicht verstehen. Also das wäre dein Traum oder auch die Finca hier vielleicht übernehmen zu können zum Beispiel. Ja, die Finca, die ist sehr groß. Die hat jetzt 6 Hektar, aber auch sehr teuer. Die steht zum Verkauf? Die steht zum Verkauf, also ist sowieso schon ein bisschen in der Waage, ob du hier noch lange bleiben kannst. Ja, das ist ein großes... Also wenn wir jemanden finden, der die Finca hier kauft und ich da keine Möglichkeit habe zu bleiben, ja, dann ziehe ich wieder um. Und was kostet die Finca? Also die Finca hier, so wie man sie jetzt sieht, kostet 4 Millionen. Also 4 Millionen. Ich kann schon mal 10er reinlegen in die Kasse. Vielleicht findet sich ja jemand, der den Rest noch übernimmt. Ja, das wäre toll. Ja. Dich macht es auch sehr glücklich, ne? Also diese Arbeit mit ja, den Tieren und mit den Kindern. Es ist, man muss, wenn man, wie soll ich denn das, es ist einfach ein Riesenempfinden, wenn kleine Kinder hier reinkommen, die jetzt am Anfang, sie kommen hier reingelaufen, sind überhaupt gar nicht konzentriert und kommen dann hier rein zu mir und schauen sich die Ponys an, was da eine Veränderung in diesem Kind vor sich geht. Also ich mache das schon so lange, aber es fetzt mich immer wieder. Beim ersten Mal, das, die erste Begegnung, was in dem Kind sich abspielt. Die Augen, die auch wie die Kinder von ihrer Natürlichkeit auf dieses Pferd reagieren, ja, das ist großartig. Was glaubst du, warum haben die Pferde diese Faszination auf Kinder? Ja, das haben mich schon viele Leute gefragt. Ich weiß es nicht ganz genau. Ist es einfach das, was das Pferd dann ausstrahlt, so groß und trotzdem so ruhig? Oder ist es einfach so, dass man den Kindern eben auch immer wieder so diese ganzen Geschichten von Pferden und von Prinzessin und von Prinz und so weiter und von Ritter immer wieder so sehr intensiv rüberbringt? Es sind sehr noble Tiere, ja. Ja, die Tiere sehr würdevoll, geben... sehr kraftvoll, sehr freundlich, sehr friedlich. Ja.
total. Also die Tiere geben dir Ruhe. Guck mal, der steht schon die ganze Zeit da und sagt, ja, okay, dann redet ihr mal. Also ja, das ist schon... Ja, ich habe gar nichts mitgebracht für dich. Ich habe dir gar nichts mitgebracht heute. Schade. Also wenn man das mal so lebt, also was ich jetzt nicht mache, ist, die Pferde sind nie fertig. Die Kinder bekommen hier keine fertigen Pferde. Das heißt, die Tiere sind nicht gesattelt. Okay. Und haben hier kein Zaumzeug. Das machen die Kinder alles selber. Und danach muss man auch viel wieder abbauen, ne? Und sauber machen und so, wenn man das Ja, also diese Vorbereitung, dass man reiten kann, die dauert ewig. Also die Vorbereitung dauert, ist und danach, du hast hier zum Beispiel sowas in der Hand, mhm, so. Und danach das Striegeln und so dauert auch manchmal länger als die Zeit auf dem ja, Pferd oder mit also dem Pferd? Normalerweise ist es so, bevor man die Pferde jetzt zum Reiten fertig macht, also bis man sie fertig macht, kann man 20 Minuten, eine halbe Stunde rechnen. Ich mache auch in meinen Kindertagen, gebe ich den Kindern die Möglichkeit, auch die Pferde anzumalen. Dann dauert es natürlich länger. Ne? Mit Bodypainting? Ja, also mit so ja, genau. Körpermalfarben. Ja, dass es den Pferden auch nichts ausmacht. Also, oder sie dürfen das Pferd so einen Beauty-Tag machen. Also dann werden die Pferde eingeflochten und der Schweif eingeflochten und die Perlen rein. Der Lord rein lässt alles mit sich machen, ja? Ja. Alles. Das Einzige, was er nicht leiden kann, ist, also bei mir geht es ja, er mag nicht im Gesicht angefasst werden. Aber das ist jetzt vom Charakter Wer mag schon im Gesicht Charakter angefasst werden? Verschieden, ne? Ja. Aber dass sie sich dann auch so wirklich alles mit sich machen lassen, ne? Da habt ihr die auch dann entsprechend auch getrimmt. Also was wir auch haben und was mir immer wieder gut gefällt und was den Kindern gut gefällt, wir haben nicht so einen normalen Umgang, den man so in einem Reitstall hat. Also wir springen auch immer mit dem Trampolin aufs Pferd. Ja? Dass die Kinder, dann habe ich hier einen Voltigiergurt und die Kinder sind dann mit dem Trampolin am Pferd und springen dann auf das Pferd. Was ist denn mit diesem Clown da? Ja, und der Clown, das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Das ist so für ganz Kleine. Da wird ein Mini-Pony gesattelt. Das sind Chattis. Und dann reiten die Kinder zu dem Clown mit bunte Bälle und schmeißen dann die Bälle in den Clown. Also ich mache hier sehr viel Activities mit den Kindern. Also es ist aktives Reiten und Zusammensein mit den Pferden. Da ist jetzt kein Strom drauf? Nein. Aber also könnte Strom drauf sein? Ne? Hier so. Nie. Also es ist so, da wo Kinder sind, da gibt es keinen Strom. Ja? Okay. Ansonsten alles, sonst kann man die Pferde nicht halten. Ja, meine liebe Christiane, erstmal ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine vielen Informationen und dass wir dich hier besuchen durften. Und ja, wer sich für deine Arbeit interessiert oder auch Kinder hat, die gern mal auf Ibiza in freier Natur was machen können, sollen, was Schönes, dann dürfen die sich ja gern mit dir in Verbindung setzen. Ne? Ja, dann gerne. Machen wir das so, verbleiben wir mal so. Und an dieser Stelle dann vielen Dank. Vielen Dank, Rika, dass du da warst und Und Ihnen auch vielen Dank, dass Sie bis hier dabei geblieben sind. Klicken Sie hier unten noch auf Abonnieren beim Kanal, dann kriegen Sie beim nächsten Video noch die Informationen, wenn das nächste Video online geht. Und ich sage an dieser Stelle, hasta luego, tschüss, bye bye. Tschüss.